Hallo, ist da wer? Ah ja, nü kann ich hier. Guten Abend. Wir haben die gute Nachtgeschichte von Tante Anna. Tja, nu vill vi ta en skit från dig här. Jag vill und ute segel för en dartig de först tvåv läsen. Vå en hår sina schub seht, wann soi förbistat sind, so vill jag mina schub segen, en jag vill de raden. Von alle ut, wo han soi verstreit sind, te de tid, och so dunkel en trübe wird. De farja, da wird ein Lohntje kommen. In eins zum Morgen, dann sieht die Leiterin von ein Tjenja heim, die ihre Tjenja. Tjenja, von dir werden wir ein Weltkuchen spazieren. Du werden sie jünd waschen und charmen, in Schmack antreiben und die sollen jünd spöden, wenn wir werden so peinlich wie möglich losgehen. Dort wird ein Jubelsturm im ganzen Haus. Die Tjenja werden alle mütig, die Randen und Schoften und Mücken sich rein, die freuen sich sehr ab dem Spaziergang. Die Schwester Luise, sie hat die Leiterin von der Tjenja heim, die dort noch mit der Tjenja beten. Und dann fuhren die sich alle ohne Hand und dann wanderten die los auf dem Weichnab. So jenken ewa eine gröte Wesen im Wald ab te. Ab de Wes, da wird ein Hort mit Schubtjes. Dort wird ne gröte Fred für die Tjenja. So können endlich mal Schubtjes sein. So verstreiten sich unja de Schubtjes und deuten de Schubtjes und de Lämmertjes so erstreicheln und sie spielen mit euch. Plötzlich kommen und die Tjenja in Röben ganz abrecht. Schwester Luise, Schwester Luise, du hast einen Hund, du hast einen bösen Hund. Ober, ober, warum habe ich Angst vor dem Hund? Fragte Schwester Luise. Die Tjenja werden ganz abrecht. Sie sehen, der Hund, der hat ein grötet Mühl, der hat dort opgereden und du hast eine gröte röte Tung. In scharpe Tänen. Wir haben alle so Angst von dem. Aber Tjenja, je brücken jün doch nicht von dem zu fürchten. Der Hund, der brückt seine scharpe Tänen, um damit er den Wölf und der andere Feind von der Schub weichjören wird. Helga frug, die Schubjes, die haben doch keine scharpe Tänen wie das Hund, nicht? Schwester Luise, der Schubtjes, der bieten doch nicht, ne? Ne, ne, Tjenja, der Schubtjes, der dönen bloß ironisch großfrieden. Und dann frug Henrich, Schwester Luise, der Schubtjes, die haben doch auch keine Krallen, wie die Koden, und keine Hufe, wie die Piet. Ne, ne, der Schubtjes, die haben gar keine Waffen, seht Schwester Luise. Sie kennen sich überhaupt nicht wehren, aber sie brücken sich auch nicht zu wehren, denn sie haben jedoch immer einen Hirte, der nicht ins abpassen wird. Und wollt ihr wo Tjenja? Kreit sie jedoch uns. Wir haben auch einen guten Hirten. Dort ist der Herr Jesus. Und die wollten jedoch, dass er immer noch uns abpassen wird. Dort hielt sich die Tjenja schon. Sie wurden ganz beruhigt. Sie wüssten, an würden nur spazieren, denn sie hatten doch einen guten Hirten, dem Herrn Jesus. Und dann werden sie weiter froh,
in jedem Sinne im Wald. Die Tiere freuen sich im Wald über die schönen Blumen. Und sie werden so froh, dass sie können so einen schönen Spaziergang machen. Sie sagen, wie die Ferienraum fliehen dürfen und wie die singen dürfen. Und dann suchen sie auch mit einer lüden Stimme. Unter seinen sanften Stab geh ich aus und ein und hab unaussprechlich süße Weide, dass ich keinen Mangel leide. Und so oft ich durstig bin, führt mich zum Brunnenquell hin. Als die Tienja dann weiter in den Wald rüberkommen, dann sahen die Kreid, wie die Hirte, die Schubjes nicht dort frische Wutter leiden dort. In der Hirte, die hat eine Flöte, in der dort ein wunderschönes Leut sehen, von seinem Heiland, der sein Hirte wird. Wie schön ist das nicht, wenn wir einen guten Hirten haben, der uns abpassen wird. Nun will wir beten. Sollt ich denn nicht fröhlich sein? Ich beglückte Schäferlein, denn nach diesen schönen Tagen werd ich endlich heimgetragen in des Hirten Arm und Schoß. Amen. Ja, mein Glück ist groß. Amen. Det wird die Tienja Ondacht in das Büch, denn ihrer ist das Himmelreich, von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht.